Ja, und hallo zurück zu einer neuen Folge Dreamlight Valley. Ja, wir haben ja in der letzten Folge einiges gemacht, unter anderem ja Anna geholfen. Ich würde und Christoph, ich würde das jetzt gerne weitermachen. Und ja, ich finde es gerade ganz lustig, was die zwei Eichhörnchen hinten machen. Soll ich denen helfen? Komm, ich helfe denen. Hallo. Pass mal auf. Hui, kommt, 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 schafft ihr es? Na, na, jetzt? Na komm, das schafft ihr doch. Ach komm, ich schieb euch mal zur Seite. Ich schieb dich mal zur Seite. So. Und jetzt könnt ihr beide wieder laufen, ja? Geht das jetzt? Ah, ich hab sie befreit. Ich bin nett. Ich bin nett ab und zu mal. So, wo ist denn die liebe Anna? Ich glaube, Anna müssten wir machen können, oder? Christoph ist offen und Anna ist. Was? Willst du einen Schneemann bauen? Suche nach dem Gegenstand. Buch der Porträts. Okay, wo sollen die sein? Jetzt habe ich natürlich nicht dran gedacht, wo die sein könnten. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht sind die. Ist das bei Elsa? Oh nee, ich sehe gerade was. Ich sehe gerade was, was mir gar nicht gefällt. Hallo Anna, ich hoffe, dass wir nicht ins Haus müssen von Anna, sonst haben wir nämlich ein Problem. Weil Christoph pennt mal wieder. Auch denn immer gerne mit. So, oh, Anna folgt mir. Sehr schön. Ich habe so ein dummes Gefühl. Ja, hier ist es nicht. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was. Es hat, oh, steht immer noch hier. Oh, das ist so schön. Das sieht so schön aus. Stimmt, das ist. Man sieht das richtig. Das sieht so toll aus. Da. Ja, so nicht. Nee, so geht's auch nicht. Das ist Mist. Das ist etwas zu weit weg. Das ist besser. So, ich muss echt mal gucken, wo der das speichert. Ja, ins Haus können wir nicht, weil Christoph schläft. Ja gut, wir gucken mal. Ist blöd, jetzt ist ein Tag vergangen. Ich hätte mir noch mal die Aufnahme angucken sollen, von der letzten Aufnahme. Wohl, war es nicht vielleicht ein. Ich glaube, bei Merlin sollte das sein, oder? Ich glaube, sie hatte was von Merlin gesagt. Ansonsten fangen wir jetzt eine andere Quest an und ich gucke mir das noch mal an, das Video. Beim nächsten Mal. Dahin steht ja Merlin. Ich habe übrigens den Garten fertig ausgebaut. Yep. Er ist komplett fertig, der Garten. Molly freut sich auch darüber. So. Oh, hallo. Okay, wonach Oh. suchen wir? Und vergiss nicht, ich Wir glaub machen eine an andere dich. Quest. Alles klar, wir machen eine andere Quest. Okay, wir gehen Mini. So, komm, Mini. Was war das jetzt nochmal für eine Blume? Sternlilie. Die war oben, hier oben. Hab jetzt natürlich. Ah, ich habe die Sternlilien alle weggepackt. Wir gehen mal gucken, ob wir jetzt hier nochmal welche finden. Aber ich glaube, hier sind gerade keine. Doch, da hinten ist eine. Bingo. Eins. Zwei. Aber ich glaube, mehr finden wir nicht mehr. Das heißt, wir müssen aus dem Vorrat nehmen. Ich hoffe, dass das auch annimmt. Aus dem Vorrat wäre ein bisschen blöd, wenn nicht.
nichts. Da ist noch eine. Das heißt, wenn ich die anderen jetzt im Inventar hätte, hätten wir das jetzt schon geschafft. Okay. Ja gut, dann porten wir uns zurück und holen die jetzt aus dem Schrank. Die dürften ja da aus den Truhen in unserem Lager, die dürften ja dann auch zählen. Ne, wir haben den Garten konnte ich machen, weil die Kürbisse reif geworden sind. Heute Vormittag waren die reif. Und ja, das hat richtig viel Kohle gegeben. Ich habe auch unter anderem, jetzt muss ich mal gucken, die müssten hier drin sein, oder? Bin ich gut? So, wir brauchen noch. Wir brauchen drei Stück. So, da einmal aufteilen. Bäm. So. Da hast du die Sterne. Ich bin so froh, dass du gekommen bist. Oh. Okay, können wir das jetzt? Oh, echt jetzt? Weiße und rote Hortensien. So, warte mal, rote Glockenblumen. Jetzt muss ich ja mal gucken. Weiße Sternlilie, Bromelie, Springkraut, Springkraut. Sumpfmilchkraut, Bromelien, Hauswurz, Bromelie, okay. Hortensien und Glockenblume. Wo haben wir denn Hortensie? Was hast du gesagt? Weiße oder und rote? Das ist die rosa, weiß-rote. Ah, da haben wir sie. Einmal aufteilen. Wir müssen sie ja leider aus ins Inventar holen. So, und dann brauchen wir jetzt noch die rote Glockenblume. Bartfaden, Gänseblümchen, Bartfaden. Ich glaube, die dürfte hinten in der Truhe sein wahrscheinlich. Bingo. Da haben wir doch schon. So, wie viel brauchen wir davon? Ach, Scheiben, weißt du. Ich glaube, drei waren es, ne? So. Okay, dann basteln wir das denn. Mini, du stehst jetzt hier ganz schlecht. Ich glaube, die haben tatsächlich ein kleines Update reingebracht, weil das Spiel hat ein bisschen länger zu laden gehabt. So, wo haben wir es denn? Möbel, da. Aber wenn die hier gerade sind, fällt mir gerade ein, können wir einen? War das einer? Ja, das war einer. Sehr schön. Dann können wir das nämlich auch fertig machen. Dann haben wir nämlich das auch erledigt. Ne, wir brauchen zwei. Und ein leeres Fläschchen. Okay, wir brauchen zwei. Nochmal ein lila Farbstoff. Und ein leeres Fläschchen. Sehr schön, haben wir auch. War das so? Stimmte das? Ja. Sehr schön, dann können wir das nämlich der auch wieder bringen. Sprich mit Mini. Gut, dass du hier bist. Tschüss. Ach, Mini, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon, Mini. So, ist Mickey im Haus? Ja, Mickey ist im oder am Haus. Maui prahlt wieder da vorne rum, war ja klar. Immer, der steht witzigerweise sehr oft an dieser Treppe und macht das sehr, sehr oft. Da ist Goofy am hinten rumrennen. Ich finde das so toll, dass sie hier so rumflitzen und Leben reinbringen. Hallo Mickey. Hast du mal kurz Zeit? Ja, ich bin gerade bei dir. Bitte sehr. Oh, sehr schön. Nicht abgeschmiert wie beim letzten Mal. Hey, du! Bis bald!
Sehr schön, machen wir doch gerne. Mini. Da. Mini, nicht wegrennen. Danke. Ja, klar. Sehr schön. Sie ist auf Stufe 2. Ich glaube aber, ich muss mit ihr mal ein bisschen mehr machen. Hallo, Kumpel. Ja, ist nämlich gesperrt. Sie muss die nächste Stufe erreichen. Ich weiß gar nicht, habe ich mit ihr schon was angefangen zu machen oder nicht? Ich glaube, ich habe sie auf Sammeln gemacht. Ja, das heißt, ich muss mit ihr mal ein bisschen mehr sammeln demnächst, dass sie jetzt auf Stufe kommt. Okay, wen machen wir da als nächstes? Dann können wir eigentlich... Gehen wir zu Ursula. Weil bei der haben wir ja so ziemlich die Quest fertig. Wo ist Ursula allein? Oh, sie ist hier oben. Okay, dann gehen wir hier. Jetzt muss ich mal überlegen, wo der Teich ist. Sie ist da hinten hin. Ich fasse es nicht. Dein. Ursula, bleib hier. Das ist doch... Du bist doch eine... jetzt ist sie gerade... Moment, ist sie jetzt gerade wieder hier? Ursula, ich töte dich gleich. Bleib hier. Bleib hier, da. Ah, da bist du ja. Hä? Da hat aber jemand eine Glückssträhne. Ich muss es herstellen. Komm schon her. Ich muss es herstellen. Geh mal weg, Maui. Das heißt ins Haus. Ich habe übrigens jetzt schon angefangen hier. Ich zeige euch mal. Ja, ich habe hier schon überall die Räume im Endeffekt gebaut. Und ich glaube, wenn ich das so richtig sehe, man kann... weitere Stockwerke, so wie es scheint, machen. Es bleibt nicht bei 3. Weil man sieht hier 6800. Das heißt, ich könnte wohl noch mehr machen. Ich werde das jetzt erstmal nett machen, weil... Halt, wir müssen raus. Oder kann ich hier raus? Kann ich so hier raus? Nee, kann ich nicht. Ich muss echt runterfahren. Interessant. Jetzt aber. Das heißt, wir können uns wesentlich mehr Räume einrichten, als wir Lust, als wir ja, als wir brauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viele Räume brauchen werden zum Schluss. Aber wir schauen mal. Gut, es wird einiges dazukommen. Für Sammler wird das vielleicht gar nicht so schlecht sein. Also kann man im Endeffekt für jedes Thema einen Raum machen, aber ich werde da nicht so den Stress machen. So, jetzt gehen wir mal zu Ursula, oder? Ja. Wo ist die jetzt? Wo ist die jetzt hin wieder? Oh, wo ist die jetzt schon wieder? Die schwimmt da draußen. Willst du mich rollen, Ursula? Willst du mich rollen? Die ist echt da draußen jetzt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Ursula, komm her. Komm her! Wo hast du deine Klatsche? Gut. Ah, das hat was gebracht, oder wie? Da hast du. Du bist hier, endlich. Wow. Oh, okay. So ein gutes Glas. Hey, Ursula. Weil mit ihr müssen wir so leveln. Das Problem ist, mit ihr können wir halt nichts machen.
Und ich meine auch gehört zu haben, wir haben ja noch nicht Ariel, mit ihr wird das gleiche sein. Birgt, hier gibt es mal eine, die wir nicht sehen können. Und ich will sie ja, du mich auch. Den müssen wir annehmen, wie gesagt. Die Reihe wird irgendwie immer größer. Ich pflücke jeden Vormittag, pflücke ich hier alle Blumen ab. Gestern waren es noch, vorgestern waren es noch 2, dann 3 und jetzt sind es 5 hier. Also irgendwas stimmt hier nicht so. Ja gut, ich nehme es hin, dann brauche ich nicht ständig hin und her zu rennen, wenn ich die Pflanzen an einer Stelle pflücken kann. Aber das ist ja wohl jetzt übertrieben, oder? So, wo ist Mutter Gothel? Bei Dagobert? Oh, Mickey schläft. Mickey schläft. Der schläft. Ah, Mutter Gothel ist bei sich. Okay. Ach, ich hätte jetzt gerade nach links laufen können. Ich stehe gerade. Hallo Anna, was machst du denn hier bei Mutter Gothel? Sollte ich mir Gedanken machen? Ah, kein Wunder. Ja, okay. Deswegen. Tschüss, Anna. Bitte, bitte, hilf mir doch kurz. Ich trete gleich in den Nähe. Ich sehe besser aus als du, meine Freundin, Liebe. Ja, nicht. Fisch eingeholt. Okay, ja. Da muss ich Butter holen. So, schnell fotografiert. Und dass ich das nicht vergesse, ein Hoch aufs Handy. Sushi und Hummerbrötchen, das kriegt sie. Du bist noch hier? Dann nur Ruhe. Hummerbrötchen brauchen wir Butter. Das habe ich, die habe ich nämlich nicht. Das heißt, wir müssen zu Remi. Sushi? Oh, die will 2. Die will 2. Na, das ist ja toll. Okay. So, da brauchen wir Butter. Ist teuer, das Zeug hier. Ja, Remi, du freust dich. So, aber ich gehe zurück zu mir, weil... Ich habe nämlich außersehen einmal Sushi gemacht. Dadurch habe ich das Rezept. Und das Sushi, weiß ich, habe ich bei mir in die Küche, in die Truhen gepackt. Da habe ich übrigens auch ein wenig aufgeräumt. Wie ihr seht, ich habe 5 pro... hier ist es. 5 pro, pro Sternstufe. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. So, jetzt können wir mal, dann machen wir erstmal Sushi. Wo ist Sushi? Da, ne, da ist es. Automatisch auffüllen. Und kochen. Das wollen wir nicht. Dann wollen wir jetzt... nee, das müssen wir jetzt selber machen. Okay. Also, wir brauchen Hummer. Hummer. Quatsch, der ist gar nicht hier mit dabei. Der ist hier. Einmal Hummer. Dann brauchen wir Weizen. Genau, ich hatte auch ein bisschen Reis reingeschmissen. Statt
dem Handy. Könntest du bitte anbleiben? Das wäre sehr, sehr freundlich von dir. Zitrone, Butter, Knoblauch. Okay, Zitrone müsst ihr eigentlich, glaube ich, ja. Zitrone, Butter und Knoblauch sollte bei den Gewürzen mit dabei sein. Knoblauch. Und kochen. Sieht lecker aus. Ich bin eigentlich nicht so der Fischfan, sage ich ganz ehrlich. Also Fisch esse ich nicht wirklich. Kann ich auch nicht, weil es mal in meiner Kindheit ein kleines Dilemma gab. Sagen wir mal so, ich habe früher gerne Fisch gegessen, bis ich in den Fernspielen einmal ein Fischfilet vor mir hatte, ein paniertes. Und auf einmal hatte ich was im Mund gehabt. Da war ich noch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Da war ich vielleicht 11, 12. Nee, noch jünger, glaube ich. Da war ich noch jünger. Das war, wie gesagt, ein Fernspiel. Da war ich, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich da in der Grundschule oder schon später war. Keine Ahnung. Ist jedenfalls, da war ich auf jeden Fall noch Kind. Hab halt dann auf einmal, wie ich den Fisch gegessen, was im Mund gehabt und hol das raus. Da war das eine Angelschnur. Mhm, da kam schon ein wenig die. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Da kam mir schon ein wenig die Galle hoch und ja, dann habe ich da weiter im Fisch geguckt und in dem Filet und dann kam mir der Angelhaken entgegen. Und seit dem Zeitpunkt kann ich keinen Fisch mehr essen. Wenn ich Fisch esse, kann es passieren, dass ich mich ein wenig übergebe. So. Okay, das war der Fisch. Weil das jetzt zwei verschiedene sind, hat die das nicht angenommen gehabt. Das ist ein Witz, oder? Dann packen wir das Sushi wieder weg. Ja, ist ärgerlich, aber was soll man machen? Wenn der Körper sagt, nö, ist nicht, ich will auch mich da nicht zu zwingen, weil das bringt nichts. Bevor ich da wirklich Unwohlsein darauf beschwöre, dann lasse ich es lieber. Da sollte man lieber auf seinen Körper in dem Moment hören, als dagegen zu arbeiten. So. Aber wichtigerweise Krustentiere, also so, sowas wie Garnelen oder sowas, das kann ich alles essen ohne Probleme. Hallo. Das würde dir nicht wehtun, du fast zu verhungern, mein Lieber. Aha. Diese Unterhaltung ist jetzt beendet. Schuh, Schuh. Psst, halt die Klappe. So, wo ist Ursula jetzt wieder? Oh. Wo schlafen aber einige jetzt? Ist Ursula wieder? Ah, hier oben. Wieder hier oben. Was hat die denn da oben? Nee, die ist wieder weg. Da ist sie immer noch. Flitzt sie denn die ganze Zeit hier oben rum? Nee, du verschwindest jetzt wieder. Bleib hier. Hier, da hast du sie. Oh, du bist es. Hervorragend. Nett. Oh. So ein gutes Glas. Okay, nächste Aufgabe ist gesperrt. Ja, gut. Ich würde gerne mal, was wir noch nicht gemacht haben, hier unten mit dem Boot. Jetzt, dann kann ich auch gleich mal Fisch einsammeln. Das habe ich nicht ganz vergessen. Dass hier bei Vajanas Boot wahrscheinlich schon wieder komplett voll ist. Ja, 20. So, dann haben wir das. Was brauchen wir eigentlich für Ursula dann jetzt für eine nächste Aufgabe? Ist gesperrt. Wir brauchen Ursula Level 7. Vajana brauchen wir dafür um sonnige Ebene. Gut, das ist kein großes Problem.
Jetzt würde ich doch mal gerne wissen, was es mit diesem Boot hier auf sich hat, mit dem Floß. Ja, hier wachsen sie auch in einer Reihe fast. So, schauen wir mal. Oh, guck mal, da ist Ariel. Hallo, Ariel. Hallo. Anna, dich brauche ich jetzt gerade nicht. Sorry, aber tschüss. Da ist Ariel. Oh, hallo. Hallo. Oh, oh, ja. Oh. Ach. Mhm. Ich wusste es, wir waren damals ein Kind. Komm ich bald wieder besuchen? Sehr schön, das heißt, wir bauen jetzt das Haus von Ariel. Und, aber erstmal nehmen wir die Truhe hier. Anna, lass mich in Ruhe. Was ist hier drin? Ich will wissen, was da drin ist. Das dürfte doch bestimmt Kleidung oder so sein. Kleidungsbeutel. Ariel? Was haben wir? Von Ariel bestimmt was, oder? Jersey, kleine Lampe. Okay, das ist nichts von Ariel. Schade. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Außer denen. Die können wir gut gebrauchen. Die Muscheln. Ich weiß nicht, ob ich die aufheben sollte, weil ich habe so viele Muscheln. Okay. Hier sind recht praktischer. Die muss ich ja angeln. Ich krieg sie zwar auch, wenn ich... Ich krieg sie zwar auch, wenn ich hier bei Vajana das Boot leer mache, aber das muss nicht sein, dass wir uns da stressen. So, Möbel. Ariel. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Wo machen wir das denn hin? Machen wir das, ich mache das hier hin, direkt hier ans Wasser. So, hier, ja, passt. So, Onkel Dagobert. Heißt Ariel willkommen, bezweifle ich ein... Schön. Oh, wie sie schaut. Ja, das ist jetzt schön, dass du gerade die Hand hochnimmst. Und schön, dass du gerade die Augen runter machst. Ja, dann machen wir das so. Oh, wie sie schaut. Das ist schön. Ach Gott, ja. Das war... Ariel habe ich damals auch im Kino gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, das war so schön damals im Kino gewesen. Habe ich voll die Musik im Kopf. Ich glaube, ich gucke heute noch Ariel auf Disney Plus. Müsste da eigentlich sein, oder? Ist es da? Ich glaube ja. Ansonsten nicht. Ja, ich habe es auch als DVD. Ja, ich weiß, Blu-ray ist besser, aber das Problem ist beim PC ist, ich gucke ja alles nur über PC, weil ich ja kein Fernseher habe. Das. Sei gegrüßt, Nachbar. Oh, Dagobert kann auf dem Wasser laufen. Dagobert kann auf dem Wasser laufen! Ich wusste schon immer, dass irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist. 5000! Krass! Ja, wie gesagt, beim PC ist das Problem, dass der PC mit Blu-ray Probleme hat. Wie wär's mit deinem kleinen Plausch? Es gibt ein Programm, ja. Für PC, aber das Problem ist halt, dass da 50-50 ist, dass wir, dass es funktioniert oder nicht funktioniert. Und ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Hallo Ariel, na du Hübsche. Ich habe eine fantastische Idee für uns.
Oh je. Ich freue mich so. Aber zumindest haben wir jetzt mit Ariel angefangen. Bei ihr werden wir aber auch. Oh, hallo. So. Ich sag mal jetzt mal, wir schreiben es mal um, dass sie viel Tierwelt enthalten, aber auch Wald, ein Wald schön ist. Dunkel und grün, okay, ja, aber das durch die Bäume und sowas, ja klar, Bäume und sowas finde ich sehr toll am Wald. Aber es sind auch die Tiere, die man da entdecken kann. Ich weiß noch damals, wie ich ausreiten war hier, wo ich noch mal Ausbildungsstelle war, habe ich auch unterwegs Rehe gesehen. Das finde ich sehr schön, sowas. Komm ich bald wieder besuchen. Sehr schön. Hat sie irgendwas Interessantes? Ziegelstein, Cremesuppe, blaue Passionslilie. Ziegelstein, okay, das mache ich hier ich alles bin gleich. Dankbar für deine Aber das machen wir offline. Ich würde gerne in ihr kleines Häuschen gehen und mal schauen, wie das aussieht. Oh, guckt euch das mal an. Krass. Oh, das ist schön. Seht euch das an. Das ist richtig schön, der Ehehaus. Ach ja. Und ihre Sammelleidenschaft ist immer noch so, wie es sein soll. Oh, ich muss unbedingt mal wieder die Serie schauen. Auch wenn ich nicht so ganz mit den neuen Stimmen, also mit der neuen Vertonung der Serie einverstanden bin. Auch bei bei Ariel selber. Ich bin aber froh, dass ich bei der DVD wählen kann, ob es die Originalvertonung ist oder die Nachvertonung mit neuem Surround-System. Also ich gucke ehrlich gesagt lieber in der alten Vertonung, weil ich die Stimmen viel toller finde. Gerade mal Fabius. Ja, das finde ich schön. Das heißt, wir haben jetzt auch Ariel endlich da. Jetzt bin ich mal gespannt, was hat denn die Liebe für Sachen für uns? Ich gehe da bestimmt davon aus, dass sie auch ein... Aber wir müssen in Sammlung gehen, genau. Ich gehe mal bestimmt aus, dass sie auch ein Kleid haben wird. Ja. Das ist... Ist es das... Ich glaube, das sieht aus wie das... War das das Hochzeitskleid? Sogar zwei Sachen. Ich glaube, das ist die Hochzeitskleidung von den beiden. Von Ariel und Erik. Nummer 3 ist ein Dingelhopper. Ja, geil. Oder auch bei uns genannt eine Gabel. Was haben wir noch? Das ist okay, aber jetzt die Gabel müsste eigentlich Symbol sein für Kleidung, genauso wie die Blasen. Das Symbol ganz hinten mit Ariel drauf, garantiert. Oh, garantiert. Wir machen uns, wenn wir das geschafft haben, mache ich ein schönes T-Shirt mit Ariel drauf. Definitiv. Mit dem will ich ein T-Shirt haben. Definitiv. Da werde ich auf jeden Fall eins machen. Da müssen wir auch ein schönes T-Shirt für erstmal finden. Warum? Ach nee, geht ja gar nicht. Wir können ja nicht auf Bestehendes machen. Da müssen wir selber eins designen. Super. Dann haben wir die Blubberblasen, dann haben wir Ariel drauf. Und mal schauen, ob wir noch irgendwas Schönes drauf machen. Der Dingelhopper, ja. Die Gabel. Ja, mit diesem schönen, tollen Wetter würde ich sagen, beende ich jetzt diese Folge. Und wir werden dann beim nächsten Mal Anna weitermachen, dass wir da auch die Quest vorankommen, dass wir auch da endlich alles freigeschaltet haben. Und dann werden wir mal schauen, wie weit wir kommen. Ursula und Ariel muss ich halt leveln. Und sobald die Quest von Ariel weit genug ist, würde ich mal sagen, werde ich gucken, ob ich Erik finde. Weil das wird ja eine Questteil von ihr sein. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.